Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Test auf meinem Kanal. Wir spielen Surgeon Simulator 2013 zum Simulator. Ja, das ist hier ein relativ kleines Spiel, ist allerdings jetzt letztens bei LPT vorgestellt worden und da habe ich mir gedacht, na, geh ich mal ran. Das Spiel ist momentan kostenlos erhältlich. Den Link werde ich eventuell auch unter dem Video noch schreiben und dann könnt ihr euch das einfach runterladen oder im Browser spielen. Wir klicken einfach mal zum Beginnen hier drauf. Controls ist relativ eindeutig hier. A, W, E, R, man kann auch Q, W, E, R benutzen. Space ist hier der Daumen und rechts hat man ja auch gesehen, kann man eben zur Seite oder nach oben oder nach unten. Gut, rechts oben sehen wir, wie viel Blut da noch im Körper drin ist und links oben, wie viel Zeit wir haben. Und ich lege einfach mal los, krall mir hier das komische Tuch, das Abdecktuch und schmeiß es jetzt mal, komm, weißt du wohl, na? Schön runter vom Tisch. Schön runter vom Tisch, du wirst bald wieder aufgewischt, aber komm, jetzt wird... Ach so, okay. Für die Physik ist ein bisschen komisch hier. Da kann schon mal sein, dass hier ein Hammer durch die Gegend fliegt. Okay, gucken wir uns erstmal an, was hier alles so gibt. Hier haben wir so ein paar Becher, ein paar Behälter. Hier haben wir irgend so ein Kniebrett. Da haben wir ein Radio, da hören wir auch die Musik schon durch. Dann haben wir hier noch einen Hammer, ein Messer, ein Skalpell oder so, eine Pinzette und auch noch ein paar Messer. Hier haben wir so eine Kreissäge, so eine Operationssäge. Auch sehr sinnvoll und auch ganz nett. Man hat ja also eine große Auswahl, wie man sieht. Auch hier wieder so ein paar Bretter, ein paar Messer. Hier hat man nochmal so eine schöne Säge, mit der man auch etwas durchtrennen kann. Hier haben wir ein paar Wattestäbchen und hier haben wir das... Moment, das muss ich erstmal hier aufmachen. So, komm, bist du? Gut, danke. Hier haben wir das neue Herz, das Spenderherz. Das sollen wir hier in diesen Körper einpflanzen. Wir haben unbegrenzt Zeit. Es wird jedoch die Zeit mitgezählt, damit man eben später weiß, wie gut man war und wie schnell man war. Was auch so am Blood-Level so abzusehen ist. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen dann schon gleich mal an. Das machen wir natürlich zur Sicherheit dann mal wieder zu. Soll ja kein Blut reinspritzen, unnötig. Und dann nehmen wir natürlich hier die Säge. Ich muss sagen, ich habe da schon mal... Nee, das will ich nicht. Na, das... Obwohl... Na? Nein? Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Na komm, komm, fall um. Danke. Nö. Okay. So, das Sägeblatt fängt schon an zu drehen und jetzt können wir einfach mit der linken Maustaste hier nach unten. Und da meldet er sofort wieder Setz so! Und verliert er natürlich Blut, wenn wir hier einen Knochen durchschneiden, hier die Rippe. Wir müssen ja irgendwie das Herz freilegen und deshalb geht das da quasi so ran. Da komme ich jetzt allerdings nicht weiter, was ich schon etwas komisch finde. Oh, Jesus Christ! Oh, 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 oh. Oh, damn it. Das findet er überhaupt nicht lustig. Allerdings, muss ich ja auch irgendwie... Okay, jetzt verliert er schon ziemlich stark Blut. Nein! Nein! Oh. Und das Ding dreht sich einfach weiter. Oh Mann, okay. Ja, das ist auch egal, komm. Oh Gott, no! Oh Scheiße, ey. Das hat auch noch selten gesehen. Na gut, mal gucken, ob wir das jetzt so schnell hinkriegen. So, erstmal hier die Organe raus. Die Lungenflügel. No, oh, 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 das war's gleich. Ach, weißt du. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Spaß. Ja, na. Wuhu. Yeah. Surgery failed, ended was going so well. Naja, das wage ich ja zu bezweifeln. It only took you 3 Minuten und 47 Sekunden, 3 minutes 37 seconds to brutally murder this guy. Okay, den Typen haben wir jetzt also brutal ermordet. Das stimmt sogar diesmal, allerdings ist das eine standardmäßig und selbst wenn wir irgendwie aus Versehen
außer sehen hier den Typen dann da noch killen, ist das halt auch so angezeigt, ja. So, ich, ne? Erstmal hier wegreißen. Der hat nämlich schon so schön in der Brust so ein Nagel stecken, wo das dann festklebt. Na komm. Na, so. Genau so muss das laufen. Man sieht die Physik ein bisschen blöd, die Grafik allerdings für das Spiel vollkommen ausreichend und auch sehr schön anzusehen. Also da ist das wirklich nicht übel. Also für das Spiel reicht vollkommen aus. Ich würde auch sagen, besser als manch andere Spiele. So. Das brauchen wir alles nicht hier. Das kann ruhig mal hier in den Torso reinrutschen. Sup. Okay, Na. Oh, blöd. Au, au! Lass das Ding doch los, wenn sie schon den Finger drin steckt. Oh, super. Na komm, na komm, na komm! Wirst du dich wohl bitte drehen? Wirst du wohl... Danke. Okay, jetzt heben wir das Ding hoch. Und da wollen wir es sachte versuchen... Oh, hol was an! Oh Gott! Oh Gott, no! Oh no. Ich frag mich, wie man das gar anders machen soll. Jesus Christ! Oh, Jesus. Jesus Christ! Wuh, fliegt das Ding weg, die Physik, also auch ganz ansehnlich. Aber ich versuche gerade mal was. Geht das? Hilft das irgendwie? Sieht schlecht aus. Ich räume jetzt erstmal hier so diese Rippenstücke raus. Die Lunge, die legen wir hier beiseite. Die wollen wir dann nach Möglichkeit später wieder reinpflanzen, damit der arme Kerl auch atmen kann. Ja, so. Aber erstmal muss die Rippe hier raus, sonst kommen wir auch nicht ans Herz ran. So. Okay. Den haben wir dann raus. Da fehlt nur noch der hier. Der. Okay. Ist auch nicht übel. Der muss sowieso raus. Und dann fehlt nur noch der hier. Ja, komm. Wirst du wohl dich anpacken lassen? Danke. Okay. Und zwar müssen wir jetzt das Herz von den Arterien und von der Venen befreien. Und dazu eignet sich natürlich am besten. Was wohl? Genau, ein Messer. So, und deshalb erstmal hier schön in Position gehen. Okay, das ist blöd. Das ist blöd, so kann ich nicht richtig arbeiten. Also, lass das immer fallen. Okay, 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 okay. Das war nicht sehr klug, aber so wissen wir wenigstens, dass es funktioniert. Ne, so. Okay, jetzt sehen wir nicht sehr viel. Da müssen wir gerade so ein bisschen rumexperimentieren. Oh Mann. Okay, jetzt weiß ich noch, was offen ist. Und zwar ist hier in der Mitte noch etwas. Und das haben wir jetzt befreit. So, jetzt müssen wir das Herz schnell rausnehmen, weil wir sehen, die Zeit verrinnt schon etwas schneller. Beziehungsweise das Blut fließt schneller raus und das ist natürlich schlecht. So, deshalb. Komm, lass dich schön anpacken. Komm, komm Herzi. Komm mein Herz. Ich will dich doch nur angrapschen und aus dem Körper entfernen. Ah, danke. Sehr schön. Nice. Siehst du, wenn du ein bisschen mitarbeitest, kooperativ, dann ist das doch auch schon viel besser. So, dann packen wir hier die Lunge schon mal rein. Jawohl, ach, weißt du, das hat noch Zeit. Kümmern wir uns erstmal ums Herz, damit das auch alles versorgt werden kann. So, das alte Herz, das alte vergammelte Herz lassen wir dann noch schon hier rumliegen. Dafür kommt jetzt gleich das neue vergammelte Herz rein. Weil wir dürfen ja annehmen, dass es auch schon gebraucht ist. Oh, was ist denn da jetzt los? Ja. Dass sie für sich auch ein bisschen an die Grenzen kommen. Und so, zack. Surgery complete. Looks fine to me. I'm sure he'll live. Oder he'll live. Leute, so viel wie
Sieht für mich ganz nett aus, ganz annehmbar. Ich bin sicher, dass er überleben wird. So, Final Blood Level. Das sind 881.000 nass. Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Stellen gibt. Na gut. Also hier, 881.2789 Milliliter. Surgery Time. 4 Minuten 49 haben gebraucht. Rating A++. Es gibt, glaube ich, nichts anderes als A++. Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr gesehen. Ansonsten. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Das Gameplay ist zwar ein bisschen schwierig, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ihr werdet eventuell nicht so leicht haben wie ich beim Spielen. Beim ersten Mal spielen. Denn, ja, so weit steckt das schon wieder am Nagel fest. Wer rammt ihm das Ding eigentlich auch in die Brust rein? Welcher Vollidiot. Na gut. So, dafür machen wir jetzt etwas einfach mal Folgendes. Na? Komm. Bist du? Pulver dann. Hammer Time! Yeah! Genau so muss das sein. Und jetzt packen wir uns erstmal hier die Organe. Schmeißen die weg. Ach, die Lunge, wer braucht das Ding schon? Wer braucht denn schon eine Lunge? Das Herz ist doch eh das wichtigste Organ. Nein, natürlich, alle Organe sind wichtig. Wenn eins fehlen würde, dann könnten wir nicht überleben. Außer, na gut, Blinddarm oder so. Aber naja, die meisten sind schon wichtig und eins zu verlieren ist schon ziemlich mies. So, eventuell wird jetzt mein Best Run. Das ist eigentlich schon mein 4. oder 5. Durchlauf momentan. Also überhaupt. Okay, einfach mal, um das alles hier ein bisschen sauber zu halten. Rippen raus. Allerdings frage ich mich ehrlich gesagt auch. Wird. Ne? So. Na. Wir entfernen dem ja all seine. All seine Rippen. Nicht? All seine Rippen. Und setzen ihm nur ein Herz an. Wie soll er denn so leben? Ganz im Ernst, wie soll er so leben? Ja, da haben wir hier die Atemröhren, die sieht man hier auch, die Luftröhren, wo das hier eben vom Atemweg da entlang geht in die Lungen rein. So, einfach mal mit der Säge durchschneiden. Hab ich noch gar nicht ausprobiert. Machen wir doch mal. Komm, YOLO. Vor allem für den Typen. So, na, ja, komm. Ja. Sollen der. Ah! Das sieht man wieder, die tolle Physik. Dann leicht einfach mal das Ding los und dann fliegt dieser Block da durch die ganze Gegend. Okay. Die ganze Gegend durch. Oh, okay, der kommt nicht mehr ran. Blöd. Obwohl. Okay, da kommen wir doch noch ran. Komm. Okay. So. Okay. Das war unbeabsichtigt. Okay, so geht das auch nicht. Okay, nehmen wir lieber einen Hammer. Ein Hammer dürfte es präziser gehen. Aber mit dem Hammer auf dem Herz drauf kloppen. Braucht doch eh niemand mehr. Schade, wird wohl nicht gehen. So, da gehen natürlich wieder Beherz an dieser ran und ans Herz ran und schneiden einfach mal ins Herz rein oder durch. Ah, das Herz immer noch. Also man sieht hier links die Venen, rechts so eine Arterie. Die haben beide schon durch. Aber hier in der Mitte hat, wie man sieht, noch was bevor. Ja, einfach also alles vom Tisch räumen. Yeah. Komm, wer braucht das Zeug? Alles hier runter. Da kann sich Putzfrau drum kümmern. Oder der Asiarzt. Student. Weil das eine Uniklinik ist, wo das hier gemacht wird. Na gut. Musste gerade husten und da habe ich natürlich mal G35 gekonnt eingesetzt. So, erstmal raus hier mit dem Zeug. Der blutet schon gerade ziemlich. Ist natürlich auch so, ist auch ein bisschen blöd zu leben, wenn das Herz nicht da ist und dann kein Blut durch die Adern pumpen kann. Ja, ist schon ein bisschen, was? Hier steht noch was auf dem Tisch? Ne, niemals. Komm,
Schmeißen wir einfach mal die Messer da in den Torso rein. In auf dem Torso. Das wird sich das Herz bestimmt freuen, das Neue. Der hat aber ziemlich dicke Handschuhe an, der Mann. Oder die Frau. Aber ich nehme an, das sollen Haare sein, deshalb, Mann. Und. Zup. Jetzt sieht es aber auch noch falsch herum. Das heißt, wir müssen erst nochmal hier. Ne? Schön aufheben und hui. So, beweg dich. Komm, beweg dich. Können wir ein bisschen nach vorne schieben, das Teil. Komm. Ah. Wirst du bitte. Was soll denn das? Das hat doch gerade eben geklappt. Ja. Yeah. Na gut. Okay, noch ein Versuch. Ja, jetzt hat es irgendwie Kontakt dann wieder gehabt. Und es ist mir eigentlich so mein Bestziel. Ansonsten habe ich schon immer ein bisschen was vom Herz kaputt geschnitten oder von den Lungen. Aber jetzt, Century Time von 5 Minuten, 2 schon ein bisschen länger gebraucht. Aber na gut. So, da habe ich sogar mal drin gelassen. Ja, also ich kann sagen, dafür ist es kostenlos. Es ist ein netter Zeitvertreib. Man kann verschiedenste Möglichkeiten hat man hier. Verschiedene Sachen kann man ausprobieren. Man kann mit dem Hammer alles zertrümmern. Kann schön hier Hammer-Time machen. Kann mit der Säge alles aufschnitzen. Oder kann einfach auch mal hier so ein Brett. Kann man hier so ein Brett. Ich hab gesagt, kann man hier so ein Brett. Ah, komm, so. Hier so ein Brett reinschmeißen. Oder hier im Becher, komm. Ah, das hätte ich mir gerne mit der Schere mal probiert. Nö. Ach komm, weißt du was? Ah, schade, jetzt wollte ich gerade das Radio da reinpacken. Okay, wir machen jetzt einfach mal etwas, was man eigentlich so nicht machen sollte. Don't do that at home. Ah, all about done. So, wir schneiden jetzt einfach mein Herz Jesus durch. Christ. Komm, nein, geht nicht. Na gut. Ah, all about done. So, dann machen wir etwas einfach mal Folgendes. Wir schneiden das neue Herz durch. Oder machen etwas ganz Lustiges. So, wir schmeißen einfach mal vom Tisch runter. Hui! Ah, hol was dann! Herzschmerz vom Feinsten. So, erstmal hier ein bisschen natürlich wieder den Winkel anpassen. Ah, muss aber ein bisschen reinpassen und. Sagst so! Du darfst nicht den Menschen, anderen, den Körper eines anderen Menschen aufschneiden mit einem. Na gut. Dann Hammer Time ist eben auf. So. So. Wie das so aussieht. Zick. 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 Ah. Und. Ah. Und. And it was going so well und es sah gut, so gut aus. Na gut, also wie gesagt, man hat jede Menge Möglichkeiten, hier diesen Menschen zu retten. Allerdings auch jede Menge Möglichkeiten, diesen Menschen, ja, qualvoll zu töten. Zum Beispiel kann man jetzt, was ich unbedingt noch machen wollte, hier, das Herz zum Beispiel auch runterschmeißen. Ne? Man kann sogar einen Deckel ablösen oder was. Nö, kann man nicht. Man kann nur seine Hand reinstecken und quetschen. Was ja alles möglich ist mit dem Spiel. Unglaublich. Da wurde bestimmt richtig viel Zeit und Arbeit rein investiert. So, komm. Nö. Also, es ist euch selbst überlassen, ob ihr diesen Menschen retten wollt oder töten. Für beide Möglichkeiten. Gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Mit der Säge, mit dem. Was ist denn das für ein Teil? Ist das ein Stift? Ja, mit dem Stift. Okay, ich glaube, der wurde einfach mal da rein implementiert, damit man wirklich da so etwas hat, um ein bisschen mehr Auswahl hat zum Töten. Ja, yeah. Die Grafik ist sehr angenehm. Die Musik, die hier dabei noch im Hintergrund läuft, ist so ein bisschen dafür da, um die Atmosphäre zu erhalten, was auch gelingt. Für ein so kurzes Spiel ist es definitiv vollkommen ausreichend. Die Steuerung, manchmal hakt es ein wenig, aber
Nach ein paar Versuchen hat man es auf jeden Fall drauf, auch wenn es man am Anfang eben nicht so gut eben beherrscht. Und es ist ein nettes Spiel. Auf jeden Fall. Es ist halt ein kleines Spiel, ein schnelles Spiel, aber es erfordert auch ein bisschen Fingerspitzen- oder Mausspitzengefühl, damit man hier wirklich auch alles Richtige rausbekommt. Ja, man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Es ist hier einem viel offengestellt, was man machen will. Und ich finde das Spiel gut. Ich kann es eigentlich auch nur empfehlen, wer irgendwie mal ein bisschen Menschen aufschneiden will oder Herz austauschen, der kann das ja auf jeden Fall getrost machen. Und auch sehr realitätsnah. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir zu spielen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise es hat euch ein wenig inspiriert oder geholfen bei der Spieleauswahl. Wollt ihr noch mehr von irgendwelchen Let's Tests sehen, auf die ich gerade komme, oder von irgendwelchen Spielen, die ich noch irgendwo rumliegen habe, dann abonniert meinen Kanal. Schreibt ein paar Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Hat euch das gefallen, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Also gut bewerten. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann geht halt einen Daumen nach unten. Aber das fände ich nicht so schön. Also Kommentare immer ganz schön. Wenn ihr aktuell sein wollt, könnt ihr auch meine Seite auf Facebook liken und auf Twitter folgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Und man sieht schon, der Arm ist irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Aber das ist ja auch vollkommen egal. Meistens überhaupt er ja im Bild. So. Und na gut. Ich würde mal sagen, bis dann. Bis nächste Woche. Oder bis morgen. Oder bis gleich. Bis dann.